Hallo, willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Diese Folge nehme ich jetzt zum zweiten Mal auf, da es beim ersten Mal leider nicht so gut funktioniert hat. Ich hoffe, dass es diesmal wieder besser klappt. Beim letzten Mal gab es wieder mal Tonschwierigkeiten. Warum die ausgerechnet heute waren, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären. Jedenfalls wollen wir das jetzt besser machen. So. Kann mir eigentlich irgendjemand erklären, woran das genau liegt, dass sie manchmal an solchen Abhängen einfach runterfällt und manchmal springt? Ich weiß es einfach nicht. Ich wundere mich auch jedes Mal aufs Neue. Und mir fällt kein Grund ein, warum sie das manchmal machen sollte, einfach runterzuspringen. Aber egal. So. Hier gibt es ganz offensichtlich nichts zu entdecken. Ich will nur noch mal ganz kurz hier den Baum hochklettern. Und hopp, und hopp, und hopp. Und zack. Hey. Da links gibt es, glaube ich, nicht. Oder? Nö. Gut. Ich glaube, dann sind wir hier umsonst hochgeklettert. Das habe ich mir vorhin nämlich aufgefallen. Ich wollte einfach mal schauen, was das hier ist. Aber so durfte man eben feststellen, dass hier nichts ist. Aber sportlich ist er. Das kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Zack. Und runter geht's. Hui. Da blinkt ja was. Heben wir doch gleich mal auf. Eine Tierhaut. Eine Tierhaut blinkt. So. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Mal wieder schauen, ob man hier irgendwas entdecken kann. Ein Hase. Bam. Ein toter Hase. Eine Kiste. Was ist denn hier drin? Achso, ich bitte es zu entschuldigen, falls es wieder ruckeln sollte. Ich kann es mir nicht mehr erklären. Also, habe leider auch kein anderes Programm zurzeit, mit dem ich das irgendwie vermeiden könnte. Ich weiß nicht, warum es Ich das kann Video nichts für ihn ruckelt. tun. Ich kann euch nur sagen, das Alleine Spiel hat läuft neue flüssig. Infos. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, eins in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig. Und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Na, wenn er das Ist in am dem Wort Gefängnisherd erkennt. unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen. Und schnell umbringen. Der macht uns sonst nur Ärger. Lautloser Kill gibt Extrapunkte immer noch. Sehr gut. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Hast du das gehört? Das sehe ich mir an. Bestätigt. Da drüben! Hab sie verloren. Los! So, auch den haben wir erwischt. Und, naja, lautlos haben wir ihn nicht getötet, aber wir haben ihn getötet. Und das war das Ziel. Verdammter Mist. Oh. Der wollte sich mit einer Axt gegen eine Pistole wehren. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Aber das hätte er wahrscheinlich auch nicht anders erwarten dürfen eigentlich. So.
So, ja, mittlerweile sollte es ein bisschen flüssiger laufen, hoffentlich. Ja, es rutscht immer wieder ab. Tut mir wirklich leid. Aber es bringt leider auch irgendwie nichts, die Grafikeinstellungen runterzudrehen. Aber ich hack jetzt auch nicht länger drauf rum. Ich hoffe, ihr schaut euch trotzdem an. Das ist nicht ganz so schlimm, wie ich es mir einbilde. So. Sonst muss ich mir irgendwann mal neues Equipment besorgen. Hui. Da kommen noch mehr von ihnen. Bis wir jemanden hier haben, der die Pumpe ausschaltet, will ich die Kisten möglichst weit weg vom Feuer haben. Sofort! Da ist Munition drin. Wird sie auf keinen Fall verlieren. Sind wir sicher? Habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Viele Gegner, fehlende Ausrüstung, okay. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Ein Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. So, ein Busch. Wir werden angegriffen. Kopfschuss. Wenn man Kopfschüsse macht, kriegen die anderen nicht mit, woher es kommt. Das ist wichtig. Angriff! Wir werden angegriffen! So, in den Kopf. So, dass er niemanden mehr rufen konnte. Okay, da oben ist wieder einer. Den müssen wir natürlich versuchen, in den Kopf zu treffen. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt sehe ich erstmal keinen mehr. Ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt, würde ich mal sagen. Ich sehe sonst. Nee. Sonst ist hier. Zumindest laut dem Überlebensinstinkt erstmal keiner mehr. Da oben ist nochmal ein Nest, das wir versuchen runterzuschießen. Federn kann man nie genug haben. Okay. Wir bauen mal ein paar Pfeile nach. Offensichtlich haben wir da schon mittlerweile ein ganz paar verballert. Auch wenn wir hier gleich wieder ein paar wieder aufheben werden wahrscheinlich. So. Auf jeden Fall hat es gut geklappt mit dem Feuerding abschießen. Dadurch ist diese Lampe irgendwie explodiert. Durch einen Pfeil wohlgemerkt. Und das hat dazu geführt, dass hier drei Leute gestorben sind. Ja, wenn das nichts wert ist. So, hier komme ich nicht hoch. Oha, was kann man hier machen? Ah, eine Kiste mit ein paar nützlichen Utensilien war da. Gucken wir mal, ob wir hier was noch finden. Nee, sehe ich erstmal nichts. Ja, die Lampe nehmen wir mal mit. Wenn die schon beim Schießen so einen Effekt hat, vielleicht können wir die dann auch genauso sinnvoll werfen. Nee. Okay, da scheint jemand zu kommen. Ja, ist nicht erwischt. So, und XXXXX tot. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen unbedingt Zielen üben. Heilen uns mal. So, sieht dieser Welt schon gleich wieder ein bisschen anders aus. Wir haben ja in der Zwischenzeit ein paar Bären und sowas entdeckt, womit wir uns heilen können. Das ist ja alles im grünen Bereich, sage ich mal. Wir spielen nicht auf dem wir spielen nicht auf Tomb Raider, sondern ein bisschen höhere Schwierigkeit. Ich weiß nur nicht, welche das jetzt genau war. Das habe ich vergessen. Okay, hier hat uns jemand offensichtlich noch nicht für tot gehalten. Oha. Oh Mist. Na.
Na komm, guck vor. Genau, Kopfhöhe. Es ist eine Deckung, ich kann erstmal so nicht erwischen. Glaube ich. Okay, pass mal auf. Wir gucken, ob wir hier irgendwo schnell was herbekommen. Müssen wir auf ihn werfen können. Ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für sowas. Ist er jetzt mal vorgekommen? Na, da ist er ja. Ah, Mist. Wir stellen uns aber auch krasslich an. Jetzt aber. Komm. Bitte, geh doch. Gottes Willen. Sind wir schlecht? Also ich. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Tja, das ist blöd, wenn man die falschen Leute engagiert. Letztendlich war es ja scheinbar egal, sind ja eh jetzt alle tot. Dafür haben wir gesagt. Oh, da ist man fast übersehen. Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Ist natürlich wichtig, dass wir alles so mitnehmen, was wir mitnehmen können. Wir wollen ja Russisch auch lernen in dem Spiel. Ja. Ist ja echt der Hauptgrund, warum wir das spielen. So, gucken wir doch mal. Was hat der denn noch mit dabei? Vier Pfeile. Fünf Pfeile hatte er. Ich weiß gar nicht, wie viele davon aus unserer Waffe stammten. Oh, wir haben den zweiten Teil für unsere halbautomatische Pistole gefunden. Hier hat man noch einen erwischt, von dem habe ich gar nichts mitbekommen. Können wir dem eigentlich. Nee, ne? So. Ja, dann gehen wir doch mal bei. Upsala. Kann man hier so hochklettern? Viel cooler als eine Leiter hochzusteigen, würde ich fast sagen. Geht das auch hier? Nein. Egal. Aber es soll ja auch nicht darum gehen, hier die mutigsten Stunts auszurühren. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die Grafik wirklich ziemlich weit runtergestellt schon. Es sieht trotzdem eigentlich noch ziemlich geil aus. Ich finde es halt wirklich schade, dass wir das überhaupt so machen müssen, aber bleibt momentan einfach nichts anderes übrig. Tut mir leid. Das war knapp. Ne? Doppelsprung. A la Mario. Und weiter geht's. Ich frage mich immer, was passiert. Was im echten Leben, ne? Da hat man ja nicht immer so das Glück, dass man. Da steht man ja wirklich einfach mal vor einer verschlossenen Wand und weiß nicht weiter. Oha, oha, oha. Zip. Ah, da ist was. Für mehr Muttern. So, hier. Das kann man kaputt machen. Dann machen wir das doch einfach mal. Bam! So. Was? Wen wollen wir erschießen? Ich hab keine Angst vor dem Turm. Autsch. Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wissen will. Nicht nur du, deine ganze Familie. Erwischt. So, können wir uns mal kurz hier ein bisschen umgucken. Den musst mal beschützen. Ich glaube, der hätte sowieso die nichts mehr gesagt. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen.
Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Boah, das ist ja auch mies, selbst die eigenen Leute einfach liegen zu lassen, statt zu wenigstens mit einer Bestattung zu würdigen für ihren Einsatz. Was für ein Drecksvolk muss das denn sein, ey? Also, selbst wenn man nicht an sowas glaubt wie ein Leben nach dem Tod oder ähnliches, oder an eine Erlösung oder keine Ahnung, was weiß ich. Es ist... Agios Soteos. Agios Prophetes. Sie haben ihn... gefangen. Muss... Was denn? Oh nein. Nein. Ja, ich glaube, er kann uns nichts mehr großartig erzählen. Ich werde natürlich jetzt nicht hauen. Das war ja einer, den wir eigentlich haben versucht. Wir sind zu spät gekommen, um ihn zu retten, das war klar. Hier kommen wir nicht durch. Oh Mann. Aber er hätte uns vielleicht irgendwann tolle Sachen sagen können, aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, dafür sind wir einfach zu spät gekommen. Ich glaube, es war auch so gedacht, dass man hier nicht rechtzeitig rankommen kann. Finden wir jetzt hier irgendwo einen Dietrich, damit wir das verwenden können? Achso, jetzt ziehen wir immer die Pistole automatisch. Ne, wir wollen lieber den Bogen. Und weiß ja noch nicht, ob wir das gleich erstmal lautlos oder ob wir einfach zuschlagen können. Das wissen wir ja noch nicht. Ob wir laut sein dürfen oder nicht. So, sonst gibt es hier eigentlich nichts zu sehen. Gucken, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Musst du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wieder... Ganz ruhig. Alter Schwede. Man drückt dem doch jetzt nicht über die Augen raus. Boah. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr geschrien dabei. Der scheint es ja gar nicht mal so sehr zu stören. Ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Verdammt, der lässt ihn einfach liegen. Was machen die jetzt mit dem? Fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Das Ventil hat wohl versagt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Wir haben Funkkontakt! Ihn übersehen. Schnell heilen. Verdammt. Das war so nicht geplant. Scheiße. Ich habe gehofft, ich kann mich da irgendwie rausschleichen, ein bisschen so. Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Was war das? Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Wir könnten hier ein Problem haben. Das Ding ist 50 Jahre alt. Jemand hält uns zum Nahen. Meine Güte. Ich glaube, stellen wir uns denn so prasslich an? Das sehe ich mir mal an. Verstanden. Jemand hält uns zum Narren. Einer von uns. Shit. Feuer frei. Okay. Durchsuch das Gebiet.
in der Flankenposition. Ich hab sie. Ich gebe mich in Deckung. Unter Beschuss. Den haben wir nicht erwischt. So, ich glaube, jetzt dürften alle soweit tot sein. Verdammt, Mist. Trotzdem, das müssen wir irgendwie mal deutlich besser hinkriegen. Also ich glaube, wir müssen noch einiges hier üben. Gucken, ob wir damit... Nee. Das wäre auch schlecht gewesen. So, ich dachte gerade, das hätten wir eigentlich zum kaputt gemacht, aber hey. Machen wir es halt so. Das sollte das Ding auf jeden Fall zum Explodieren bringen. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Verdammt. Was war das zur Hölle? Explodiert viel zu viel. Ist der jetzt tot? Tatsächlich. Ich hätte den eigentlich gerne leben lassen. Nicht, weil ich ihn so sehr mag, sondern genau aus dem Gegenteil eigentlich. Ich wollte ihn noch ein bisschen leiden lassen dafür, dass er die Leute hier... dass er es den Leuten so schwer gemacht hat. So. Egal. Wir wollen ja nicht allzu sadistisch sein, ne? Wir sind ja noch die gute Tomb... die gute Lara Croft. Die gute Tomb Raider, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir machen das ja hier nicht, weil wir Spaß am Töten haben, sondern um die Leute, die hier leben und ihre Kultur versuchen zu schützen, dabei zu unterstützen. Nur deswegen töten wir. Und natürlich, um uns unser eigenes Überleben zu sichern. Das ist natürlich, ja, das ist auch, ich glaube, würde ich mal sagen, der einzige Grund, aus dem man überhaupt solche, ja, zu solchen Maßnahmen greifen darf. Wie würde meine Frau sagen? Im Sinne der Verhältnismäßigkeit heißt das, glaube ich. In der Sicherheitsbranche. So, sind wir erstmal raus. Uha. Hier haben wir wieder was zum Mitnehmen. Und hier nochmal ein noch Schildchen mehr zum Lesen. Propaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Genau. Alles für den Dackel, alles für den Club. Was? Halt, falscher Film. So. Hier liegt da. Nee, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen hier lang. Oha. Hier uns um. Können wir noch mal kurz ein Stückchen weiter gucken, ob vielleicht noch was kommt. Oh, wir können noch ein bisschen Hasen jagen. Einmal. Zweimal. Und die Krähe nehmen wir auch noch mit. Dreimal. Komisch, das sind bewegliche Ziele und ich treffe die und die sind wirklich nicht groß. Und wenn ich dann diesen Mensch erwische, wenn ich dann einen Mensch sehe, dann brauche ich wieder hunderte Versuche, um den zu treffen. Also, als wenn ich eine Blockade hätte, auf Menschen zu schießen. Und wie seltsam. Okay. Ich sehe da auf der anderen Seite eine Karte liegen. Und die will ich gerne sehen. Aber wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran, verflucht? Kann ich irgendwie auf der anderen Seite runterkommen? Komme ich da irgendwie hin? Verdammt, hier ist ein Loch im Zaun. Gehen wir mal durch. Ja. So, gehen wir mal hier rein. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen.
Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Tja, immerhin, wir haben was gefunden. Ist auch schon mal nicht schlecht. Komm mal hier durch. Nee. Sowas aber auch. Gut. Gucken wir mal ganz kurz nochmal hier hoch. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Tatsächlich, man kann hier runter. Aber probieren es einfach mal. Nein, hier runter. Wir gucken uns mal kurz hier um. So. Nehmen das hier auf jeden Fall mit. Mal unsere Karte ein bisschen ergänzen. Sehen erstmal nichts. Kommen wir auch nicht hoch. Können wir auch nichts machen. Was haben wir jetzt auf unserer Karte hier aufgedeckt? Soweit ich sehe, nichts. Gottes Willen, wie kommt man denn da hin? Haben wir das einfach verpasst? Scheiße, Mist. Wir kommen aber nicht weiter, oder? Nee. Gut, dann müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir hier wieder hochkommen. Weil hier scheint es ja irgendwie nicht so wirklich weiterzugehen. Hier kann ich nicht drüber springen. Ja, auch nicht. Ah, hier muss ich dann wahrscheinlich drüber gehen. Okay. Nur falls es für euch wichtig sein sollte, ja, das, was ich jetzt gerade eben gemacht habe, diese Karte geholt und so weiter, habe ich beim letzten Mal nicht getan. So, ich gehe dann nochmal hier ran. Schau mir an, was es zu lernen gibt. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Würde sagen. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Eisenhaut, wir treffen immer öfter auf Menschen. Der Unsterblichkeit lüften wollen. Das ist gut gegen Explosionen und Feuer. Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Okay, das hier hat erstmal keinen Zweck, alles zu machen, denn wir 50 Pistolenschüsse reichen eigentlich locker aus, zumal wir die ja kaum benutzen. Schauen wir uns mal wenigstens an, ob wir mit den Waffen noch was verbessern können. Oh, das sieht doch gut aus. Sagen, das machen wir auf jeden Fall. Die um den Knockpunkt mit Leder umwickelte Bogensehne reduziert die Fingerspannung für zusätzliche Haltezeit. Und Griffumwicklung. Der umwickelte Griff verbessert die Handhabung des Bogens und ermöglicht eine schnellere Zielgeschwindigkeit. Das sieht doch auch gut aus. Was haben wir noch? Pfeilnocken an der Bogensehne ermöglichen eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz. Na bitte. So, unseren polierten Lauf. Ein polierter Lauf reduziert die Schussabweichung und erhöht den Schaden. Auch immer gut gern gesehen. Und für die Mündungsbremse reicht leider unsere Sachen nicht aus. Gut. Müssen wir dann beim nächsten Feuer mal im Hinterkopf behalten. Das wird jetzt unser neuer Speicherstand hier. Ich speichere kurz ab und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.